Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schild. Weiter geht's weiter. Ha, was steht da mit Team Yell nicht? Sie sind ganz schön miese Fans, wenn sie anderen Leuten schaden, um ihrer Favoritin zu helfen. Ja, das ist mir schon klar, ist mir auch schon aufgefallen. In der Ferne kann man das schon von Cloud City sehen. Bald wirst du auch dort kämpfen. Okay. Oh, hier ist ein Item. Eine Heilfeder. So, und da ist er gut ab. Oh Gott. Alter, näher, du musst gegen mich kämpfen. Nur als Vorwarnung. Ach Gott, okay. Dann machen wir es doch mal. Ach, wir haben. Was hast du geheilt schon gehabt? Ja, perfekt, das ist ziemlich geheilt. Gut, dann kann ich ja weiter. Kann ich mal gucken. Perfekt. Fleckle mal nach vorne ziehen. Wenn es nicht häufig ist, ist es nämlich nicht geil. Aber egal, wir kriegen das schon hin. So, das war jetzt mehr als ein Schritt. Ach, du hast also Lust auf den Kampf? Jetzt, wo wir beide Pflanzenohren haben, sind wir keine Anfänger mehr. Dann wird es also mal, dass wir beim Training auch einen Gang höher schalten. So, Hopf fordert uns heraus und er fängt mit einem Volley an oder seinem Volley an. Das ist keine Überraschung, dass du Volley hast. So. Und drauf mit einer Aquavelle. Die nächste Arena wird doch relativ einfach werden, weil wir haben ja unseren Duflo. So, erstmal bist du weg. Gerade mit der, ich kann das noch nicht wirklich einsetzen. Ich kann es versuchen. Ich probiere es mal. Der fängt nämlich mit Kradovit an, die Weiterentwicklung von Micro. Ja, da kommt jetzt mit einem Kradovit. Das ist mein Flug-Pokémon. So, dann mal drauf mit. Du bist aber Glücker, okay. Ich paralysiere ich erstmal. Oh, das sieht ja trotzdem was ab. Ja, das hast du schon beim letzten Mal gesagt. Dann machen wir das noch weiter. Na, brauchst du noch eine. Noch zwei Attacken. So, kann man bei den Paralyse bitte greifen? Geil. Oh, sieht ja doch mehr ab. Okay, dann gehen wir natürlich jetzt auf voll Säure. Ach, du sollst natürlich einen Supertank ein. Digga, was ist da mit dir los? Ja, ist klar, da kommt mit geil oder was? Ja, schön, die Spezialverteidigung weg. So, müssen wir eigentlich noch einen Angriff geben, oder? Ja. Und die Paralyse greift. Jetzt ist es durch. So. Und du hast jetzt auch das Kikalo, also die Weiterentwicklung von deinem Hoplo, von dem Starter. Ja, wie gesagt, Kikalo kennen wir ja aus unserem Let's Play zu Pokémon. Und jetzt werden wir den Schwert als Gegner. Machen wir es mal kurz eben. Zum kleinen Holz. Und tschüss. Dann weiß ich das größte Problem. So, und Hopp ist besiegt. Ah, wie kannst du denn noch stärker sein? Ich habe doch einen Pflanzenorden, genau wie du. Du wirst immer besser. Aber ich lasse dich locker. Trainier weiter. Und du gibst uns einen weiteren Beleber. Ist ja nicht so, dass wir schon genug haben. So, weiter im Programm. Als nächstes kämpfe ich mir Kate vor, die Wasserarena-Trainerin. Dazu brauchst du aber erstmal ein Pflanzen-Pokémon, Digga. Dazu brauchst du aber erstmal ein Pflanzen-Pokémon. So. Halt, halt, halt hier.
ja, ich will dich haben. Genau. Katobi, das kennen wir ja aus der letzten Arena. So, Tiefschlag. Ich will sie nicht gerne haben. Ja, voll Flaum. Initiative sinkt. Da wir jetzt nicht mit der Pflanzenattacke kommen, ist mir alles egal. Nee. Gesang. Dann fahren wir es mal. Ich will es auch nur für den Eintrag haben, dann haben wir nicht beide. Nee. Was? Hör auf damit! Och, geh mir nicht auf den Sack, ey. Was war das denn gerade? Ich würde sagen, was mit dem, wo sie was fliegen sehen gerade. Das war es von Kodomi, war? Ist er mal drin. Doch, tatsächlich. Das war einer von seinen komischen Blütenpollen da oder so. Das ist ja irgendwie so eine Pusteblume oder so. Soll zumindest, soll zumindest dastehen. Ja, ich muss mir hinter mir nehmen. Ja, jetzt kommst du mit Rasierblatt. Komm her jetzt hier. Da drin. Ich hab kaum Pokébälle noch. Ich brauch Superbälle, Pokébälle. Ja, aber ja. Endlich. So, ich weiß nicht, ob du was Besonderes bist, aber... Ich nehme mal trotzdem mit. Nur des Eintrags wegen. Hehehe. Warte. Haben wir's. Ich bin in der PC-Box mit dir. So, Gott sei Dank, ich habe jetzt Gott sei Dank gefangen. So, hier haben wir jetzt, glaube ich, alles geholt. Genau, die drei, die haben wir. Ach, da ist noch ein Trainer, okay. Ich hätte nicht erwartet, dass ich da noch einen Trainer habe. Ich brauche dringend mal neue Bälle. Ja, Bälle auch, aber Tränke vor allen Dingen. Ich kann machen, wenn ich im Pokémon-Zentrum bin, wenn ich in Kiel da gekommen bin. So, erstmal du. Dann holen wir dich mal. Kigui! Haben wir ein neues Pokémon, was wir noch nicht kennen? Dann wird auch mit Tiefschlag. Vielleicht reicht es ja. Ja, passt ziemlich an. Und ich gebe Tackle drauf. Dann kannst du was sagen. Dann versuchen wir es nochmal mit Tiefschlag. Ja. Tschüss. So, Wolfix ist gelevelt und Geradax geht auch ein Level hoch. Fleck neu. Dann gehen wir mal auf Toxe. Hätte ich auf Geradax auch gehen können, ist mir egal gewesen. Ach Gott, ist, kann ich Toxe nicht irgendwie fangen? Ich sehe gerade einen Ball. Da muss ich doch nochmal. Ja, ich doch. Ich will es mir doch nochmal eins. Ich will mir nochmal eins aufs Screen fangen müssen. Na, ich hatte damit nicht gerechnet. Gut, ich werde mir nochmal aufs Screen anfangen. So, die Frage ist, wo kriege ich noch eins? Wo kriege ich das denn noch? Hm. Okay, auf Route 7. Dann werde ich mir doch noch mal eins fangen müssen. Also damit das nicht das Toxel werden, was ich mir ins Team nehmen werde. Dauert noch ein bisschen, bis wir da hinkommen. Jetzt wurde es erstmal die Route 6, da kriegen wir das nächste Teammitglied. Das ist also. Ja, doch. Route 7, das ist doch ein Stück, ja, das wird doch ein Stück werden. Nehmen wir mal hier.
die drei Kapseln Spezialangriff mit. Da oben so ein Trainer. Ja, die Pokémon, die hier sind, die haben wir ja. Na gut, dann nehmen wir also mit. Glibunkel, auch bei Glibunkel habe ich auch lange überlegt, ob ich nicht sage, komm, ich nehme das ins Team. Ach, du kannst keine Wasserattacken abkriegen, du Mistding, Alter. Okay. Du kannst keine Wasserattacken abkriegen, ja. Jetzt bist du ja mit Gift und Kampf. Dann kriegst du auf Geradax. Deine Psycho-Attacke ab. Konfusion ab. Hör mal auf mit der Scheiße jetzt. Du gesehen auf die Nebenwirkung. Bringt ja aber nichts. Weil die Konfusion getroffen hat. Vierfach Schwäche und Step Bonus und was auch immer. Erledigt. Gut, dann ist sie auch besiegt. So, und dann haben wir heute die Route 5 tatsächlich noch irgendwie in zwei Folgen abgearbeitet. Ja. Und da sind wir in Kielten und auch schön Bettis und Olivia und Rose gerade kurz gestanden. Und da ist die nächste Arena. Aber wir gucken uns heute auf jeden Fall nur erstmal in diese Stadt hier um. Würde ich mal so behaupten. Aber in erster Linie muss ich mal dringend was holen. Ich muss ein paar Sachen einkaufen. So. Was haben wir denn hier? Superbälle vor allen Dingen. Und wenn den Pokémon zu fangen, brauche ich Superbälle. So, dann nehme ich nochmal Pokébälle mit. Und Supertränke. Kann man nie genug brauchen. So. Okay, perfekt. Dann haben wir alles eingekauft, was ich wollte. Und wir gehen jetzt erstmal unser Team ein. Ja, die nächste Arena-Leiterin ist das. Ist die vom Team Wasser. Also, wie gesagt, die gute Kate. Ja, die werden wir wahrscheinlich nicht heute herausholen. Nächste Folge dann. Oh, halt, es tut mir außerordentlich leid, aber der Liga-Präsident ist wirklich beschäftigt. Bitte respektieren Sie seine Privatsphäre und gewähren Sie ihm nun ein wenig Ruhe. Oh, na schön. Oh, dann auf Wiedersehen. Bis bald hoffentlich. Bleibt doch noch ein bisschen. Ich gebe da gerne noch ein paar Autogramme. Ich könnte sogar meine Liga-Karte haben. Oh, weg sind sie. Oh. Nehmen Sie mir die Frage nicht übel, Olivia, aber müssen Sie so streng mit einem Fan sein? Immer sind Sie es, die uns zu dem machen, was wir sind. Oh, ich weiß genau, wie wichtig Fans sind. Aber wenn Sie Ihren Fans behalten wollen, müssen Sie ab und zu auch ein bisschen arbeiten. Präsident Rose, wenn ich Sie irgendwie entlassen kann, muss ich Sie es nur sagen. Und du bist wer? Bettis? Hallo? Kennst du mich doch? Ah ja, Bettis, das wusste ich natürlich. Du hast dich ganz schön gemacht, als ich dir damals das Pokémon gegeben habe. Du gehörst deine Favoriten der diesjährigen Arena-Challenge. Aber die beiden Trainer, die vom Champ, die das Empfehlungsschein bekommen haben, die stehen ja natürlich auch hoch im Kurs. Ich sehe es als große Ehre, dass sie mir eine Empfehlung geschrieben haben, Herr Präsident. Ich werde sie nicht täuschen, verliere es keine Option für mich. Doch nun werde ich sie nicht weiter ihrer kostbaren Zeit berauben. Entschuldigen Sie mich. Den werden wir nochmal wiedersehen. Oh, weil das nicht mein Kev ist. Hallo. Ich bin schon sehr gespannt, was du so drauf hast. Das hat der gute Deal wohl in dir gesehen, als er dir eine Empfehlung geschrieben hat. Hey, wir haben gerade wieder eine meiner hervorragenden Ideen. Du wirst dich als nächstes Kate herausfordern, richtig? Was hältst du hiervon? Wenn es dir gelingt, Kates Ordnung kämpfen, weil Olivia und ich dich zum Essen ein. Das wäre bestimmt eine gute Gelegenheit, einander besser kennenzulernen. Hallo, los. Aber die Zeit drängt. Ja, streng dich schön an, was? Aber, alles, was du tust, formt die Zukunft der Galerie. Der Liga-Präsident hat vor, im Restaurant Wellenflucht zu speisen. Ist eingeladen, uns umzustoßen, sobald du die nächsten Änderungen hast. Aber du dann.
machen. Okay. Okay, dann gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Heute wollte ich mir die Stadt ein bisschen angucken. Ich habe auch die Liga-Karte von Chimtili. Okay. Okay, rein. Okay. Doch. Ich weiß noch, als Professor Magnolica zum ersten Mal die Ergebnisse ihrer Forschung zum Dynamax-Phänomen veröffentlicht hat, die ganze Gala-Region war in Aufruhr. Mhm. Ha, da hat nichts angebissen, aber ich muss meine Angel trotzdem Schuss halten. Wenn sich Sauberkart schreit, dann geht's, was die Pokémon gleich viel lieber an. Oh, er hat mich heute. Aber sehen die Wohnung auch alle gleich aus. Ihr passt euch das Haus auf, solange sie drin weg sind. Unser Pokémon hilft uns dabei. Okay. Jo, das seid ihr nicht alleine, ne? So, was haben wir hier noch? Da kommen wir nicht rein gerade. Ah, das Item da oben, das nehme ich gleich mit. Warte mal. Hier noch irgendwas liegen. Hier liegt bestimmt irgendwo noch was versteckt. Ja, ich sag doch. Eine Nuschelglocke. So, Item und Wagen ist wieder eigentlich kaputt. Zeug auf jeden Fall ein bisschen viel Schaden zufügt. Okay. Ja. Kann man immer mal gebrauchen und so. Auf der anderen Seite habe ich jetzt nichts, ne? Okay. Okay. Vielleicht haben wir auch gleich noch. Ah, hier kommen wir nicht weiter. Team Yell versperrt uns mal wieder den Weg. Da gucken wir mal hier unten am Markt noch lang, ob wir noch was kriegen könnten. Vielleicht kriegen wir noch was Cooles. Es macht nichts. Das können wir unserem Kochen mal daneben gehen. Daraus wird immerhin eine gewisse Geschichte für die Zukunft. Ja. Hallo, bei mir kannst du eine Naturheilmittel da stehen. Ich mache dir einen besonders günstigen Preis. Okay, was haben wir hier? Energiestau, Kraftwurzel. Warte mal, wieder. Wir haben keine Kohle, bitte. Ja, toll. Na gut. Aber gut zu wissen. Ich verkaufe verschiedene Sorten von duftendem Rauch. Möchtest du mir welchen abkaufen? Ja. Die Pflanzen. Okay, wir haben eh keine Kohle, also das ist ja egal. Gut zu wissen. Oh, hast du zufällig einen Picochilla? Tausche das lieber an Bonbon? Klar, okay. Ja, ich gebe dir mal einen Picochilla. Ich habe noch immer eins. Stimmt. So, hier ist noch eins. Die kriegen wir ja auf der letzten Route. Haben wir es ja gefangen. Und wir nehmen uns das Wurmball gerne mit. So. Und tschüss. So, Wurmball. Wie gesagt, das nächste Eintrag, Hauptsache. Zuckerwatti. Ja, die ist klar. Okay. Naja, kommt da nicht rein. Wurmball. Von dem Pflanzerfee. Danke. Ich werde es gut um uns kümmern. Oh, ein Magnet. Vom Typ Elektro. Okay. Na, das wundert mich gerade, dass ich das Toxin nochmal neu fangen muss. Aber wie gesagt, ich bin froh, dass es auf Route 7 nochmal welche gibt. Aber ich sag, Route 7 ist noch ein Stückchen. Ein Item. Halt wir beide. Warte mal, ich habe noch hier unten irgendwo noch was gesehen. Hier müssen wir noch. Kommen wir jetzt mal haffen. Weil da lag irgendwo noch ein Pokéball auf jeden Fall. Ja, hier. Oh, hier lag noch einer. Jetzt bin ich für Wasser-Pokémon. Hier gibt es ja einige Stellen, um Pokémon zu fangen, wie ich das gerade mal sehe. Aber da gucken wir uns nicht rein. Wir machen hier weiter, weil hier gibt es bestimmt auch noch was. Ah, da, vor allen Dingen. Nochmal zwei Supertränke. Oh, cool. Hier, die Weiterentwicklung von Toxel. Dass ich gerne das Team genommen werden, Team nehmen würde. Riffex. Und hier vorne steht noch die gute Kate. Die wir ja mal kurz anquatschen. Du bist ein Arena-Challenger, stimmt's? Was, woher weißt du das? Naja, schließlich bist du einer der beiden Arena-Challenger, die Dylan höchstpersönlich empfohlen hat. Das hat dich unter den Arena-Leitern zu einer kleinen Berühmtheit gemacht. Wir sind alle über dich Bescheid. Und hier du nach, damit du auch über mich Bescheid weißt.
Wollen wir dann zum Stadion? So sehe ich jetzt lieber in Ruhe zu angeln. Jetzt habe ich richtig Lust auf den Kampf. Ja, sie ist die Arenaleiterin von Kilter. Die gute Kay. Ah, toll. Da kommen wir gar nicht hoch. Scheiße, ich hätte mich gerne mal mit dem Kollektor ein bisschen geguckt. Aber irgendwie dann doch will er nicht. So. Gut. Ja, dann gucke ich mal gerade. Aber hier, hier oben geht es auch nicht weiter. Okay. Ne. Schade. Okay. Weil ich will die Arena nämlich nicht, eigentlich gerne in der nächsten Folge jetzt anschneiden. Weil die wird ein bisschen knifflig werden. Da kann ich euch jetzt schon mal sagen. Die wird definitiv nicht ganz ohne sein. Ich erwarte Großes von dir. Kann ich sagen, zwar hier zu jedem, aber ich meine das doch so. Ja, wir haben oben noch Gebäude. Ja. Ja, spazieren mal hier rein. Ah, um zu erkennen, ob ein Feline weiblich oder männlich ist, muss man schon genau hinsehen. Nicht so einfach, was? Ich könnte das jetzt nicht sagen. Wie sehen die beide gleich aus? Ja, das hatte ich gesehen. Lass mal die junge Dame hier anquatschen. Wenn ein Arenaleiter zu schwach ist, steigt er in die Unterliga ab. Alles, was meine Mama kocht, schmeckt lecker. Aber das Essen im Restaurant mag ich auch. So, das Item nehme ich mit. Dann gab es die X-Initiative. Und dann... Ah, da kommt ein Zug rein. Cool. Da kommt gerade ein Zug rein. Gut, dann müssen wir durch sein, Goldie. Oder? Ah, Kenneth ist wirklich mit allem Wasser gewaschen. Die Arena-Mission hat ganz schön in sich. Ja, das werden wir in der nächsten Folge aber sehen. Nein, aber ich muss nicht an der Arena-Challenge. Ich bekläre dich am Wasser ordentlich gescheitert. Also wie gesagt, schwer ist er ja nicht. Aber so, das ist halt nur die Arena-Mission, die nicht ohne ist. Die ein bisschen ohne ist. So. Gut, ich packe mal mein Duflo nach vorne. Und dann, liebe Leute, morgen wieder Feierabend. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Pokémon Schwert. Und dann geht's weiter mit Kates Arena-Mission. Und dann zeige ich euch, was da so dran so knifflig ist. Ne? Bis dann. Und auf Wiedersehen.